So, heute bringen wir mal wieder einen Kriegsbericht, diesmal vom Wittenburger Marktplatz. So, und ja, das ist eine ganz harte Lage, die ich jetzt durchstelle anhand von Fakten. Muss man auch nicht ernst nehmen, ist völlig egal, weil mich das nicht interessiert. Mich rief heute jemand an: Du Rüdiger, da hat jemand was und macht, sagt was gegen dich. Irgendein, ich nenne ihn mal Stülpnagel, heißt nicht Stülpnagel. Dann habe ich gesagt, das interessiert mich nicht. Ach so, ja. Ich sage, es interessiert mich nicht mehr. Ob jemand was hat oder nicht hat, ob jemand eine Meinung rumpupst oder nicht rumpupst, völlig uninteressant. Das kann er dann Corona erzählen oder keine Ahnung was erzählen. Das ist alles unwichtig, es interessiert keinen Menschen. Und zwar, ich gebe jetzt mal einige Lageberichte zum Thema Corona rein. Und zwar lese ich das mal kurz vor. Und zwar der Update ist, wir haben jetzt 134 neue Corona-Infektionen in Bayern. Gleichzeitig wurden 14 Infizierte als geheilt entlassen. 500 Leute sollen angeblich infiziert sein in Bayern. Dann hat die UEFA den Spielbetrieb in Champions und Europa League, nennt man das, gestoppt. Möchte ich mich sehr freuen. Ganz toll. Ja, es wurde gestoppt, aber man will nicht auf die Bundesliga verzichten, egal ob man vor Rängen spielt, weil da werden Wetten abgeschlossen. Da werden Millionen schweren Wetten abgeschlossen und das Wettgeschäft will man sich nicht nehmen lassen. Also weitermachen. So, Verbraucherschützer wollen gegen Wucherkreise vorgehen, zum Beispiel 999,99 € hat eine 10er-Packung Atemschutzmasken gekostet. Das ist ein bisschen viel, obwohl ich würde das den Deutschen zutrauen, dass sie das auch kaufen. Na, das kaufen die. Deswegen würde ich, also da regt sich die Verbraucherzentrale auf. So, der Karneval der Kulturen und Mühfest in Berlin wurden abgesagt. Na, das ist, da vergießen wir ja Krokodilstränen. So, kannst du mal das Telefon nehmen? Da möchte einfach jemand ständig telefonieren. Der will ständig telefonieren, dieser Mensch. Mach du das mal, telefonier mal ein bisschen. Es gibt ja so einsame Herzen, Männer wie Weiber, die melden sich alle bei mir und wollen mit mir reden. Ich rede aber nicht mit ihnen. So, weiter. Also, das finde ich total gut, Karneval der Kulturen. Ich sage mal eins, ihr lieben Deutschen, sogenannten Deutschen von Kulturen, habt ihr keine Ahnung. Lasst es sein, ihr braucht auch keinen Karneval der Kulturen und deswegen ist Corona eine tolle Nummer. Finde ich genial, wer sich das auch immer ausgekocht hat, das Ding. Super, egal wer, egal wie, egal warum, egal wo. Finde ich einfach nur genial. 1 Million Besucher werden jetzt Krokodilstränen verweinen, weil sie können sich in Berlin nicht amüsieren. Pech gehabt. So, Trump, ach Donald Trump, Trumpi-Maus, ne, Trumpi, verhängt Einreisestopp für Europäer und das finde ich sehr interessant, darauf komme ich noch. Ja, also der gute Trumpi sagt, nein, nein, ihr reist bei uns nicht ein. So, Italien schließt Geschäfte und das gebe ich immer rein, dass Italien, also erstmal US-Einreisestopp aus Europa, NBA subventioniert. Suspendiert, Schließung von Restaurants und Geschäften in Italien, immer schnellen Rhythmus, geben Regierung und Organisationen Maßnahmen bekannt, um die Ausbreitung einzudämmen der Pandemie, so nennen sie das. Und der US-Präsident Trump, Donald Trump, hat gesagt, wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen. Setzt doch mal alle Reisen dauerhaft aus, Donald Trump. Einfach dauerhaft. Völlig egal. Wozu? Die brauchen doch gar nicht mehr verreisen. Die können auch hier sitzen bleiben. Interessiert auch keinen. Wer reist übrigens alles in die USA? Das können ja nur Leute sein, die irgendwie so Amerika-affin sind, US-Amerika-affin, ne? Atlantik-Leute, Brückenleute, Freimaurer, was gibt's denn da alles so? Weiß ich nicht. Muss geprüft werden. Also die brauchen gar nicht dahin. So, Großbritannien ist ausgenommen, das habe ich auch verstanden. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat Italien seine Schutzmaßnahmen beschert. Lebensmittelläden und Apotheken dürfen aufbleiben, auch die Tankstellen. Ich würde den Kram auch schließen, wenn es nochmal geht. Machen wir alles dicht. So, aber sie haben gesagt, also die meisten Geschäfte im Land sind geschlossen und die Bars und Restaurants machen auch zu. Na, das ist ja ruhig, das ist ja gut. So, wunderbar. 60 Millionen Italiener will man zu Hause halten, damit sie so wenig wie möglich Kontakt bekommen.
Ja, das ist doch schön, ne? So, das ist die nächste Nummer. Indien verhängt Einreisesperre für alle Touristen. Also Indien hat richtig drastisch durchgegriffen, da darf keiner mehr rein. Naja, dann könnt ihr jetzt nicht mehr zu Saibara und Saiguru fahren mit Asche aus der Tasche, ihr lieben Deutschen, ne? Da ist auch nichts mehr, ne? Und diese New Age Soft Esoteriker, die da die Szene, die da immer reinreißt, braucht ihr auch nicht mehr hin. Ist einfach durch, gut. Für deutsche Staatsbürger, also 1934er Personal, haben sie eine strenge Einreisesperre verhängt. Indien, finde ich gut. Kann so bleiben. Ein Corona-Fall ist im Bundestag. Und zwar der FDP-Abgeordnete Hagen-Reinhold aus Rostock hat Corona bekommen. So, und er wurde jetzt irgendwie eingeliefert, keine Ahnung, also in Behandlung gebracht, ne? So. Und sie plädieren dafür, dass sie den Sitzungsbetrieb in geordneter, aber reduzierter Form fortsetzen. Ich finde, das würde nicht auffallen, wenn dieser Bundestag gar nicht mehr da wäre. Also mir würde das nicht auffallen. Aber die Menschen können mir das ja gerne in die Kommentarfunktion mal posten, ob ihnen das auffällt, ob die da sind. Frau Merkel sieht Corona-Krise erst am Anfang. Das ist normal, das gehört zum Plan. Solange die Wittenburger sagen, wir fahren zur Arbeit, alles ist gut und die kümmern sich überhaupt nicht darum, das ist denen auch egal. So, solange die Steuerkassen laufen, solange sie alle schön umherlaufen, ist noch alles am Anfang. Da ist ja noch nichts. Ist ja ganz logisch. Ne? Das hat sie also gesprochen und sie hat eine Bundespressekonferenz gegeben. Erste Todesfälle sollen in Bayern sein. Dann haben sie irgendwie von 52 Infektionen in Bayern geredet. Und der DFB-Präsident rechnet nicht mit einem Bundesliga-Abbruch. Ich habe gesagt, die Wetten müssen durch, die Millionenwetten. So, dann Geisterspielvertrag der Bundesliga, also die spielen ja an leeren Vielspielfeldern. Dann hat Seuchenschützer warnt vor kontaminierten Banknoten. Das fand ich noch sehr interessant, weil das Bargeld soll ja weg, zur neuen Weltordnung soll das Bargeld weg und deswegen kommen die jetzt ja auch mit der Nummer rein. Und das Bargeldverbot, das wird ja überall in den Medien schon diskutiert, auch im Fokus. Ne? Das ist ja auch nichts Neues. Ne, also das heißt, ein Seuchenschützer aus der Schweiz hat das gemacht. Ne, Schweiz ist ja der weiße Fleck. Und das ist ja klar, dass da ein Seuchenschützer ist, der sich denn da meldet. So, was haben wir noch? Merkel rechnet mit hoher Zahl an Corona-Infizierten. Sie sagt, bis 60-70% können sich infizieren. Zwei Drittel sollen sich hier infizieren und so weiter und so fort. Also ich denke mal, jeder, der Schnupfen hat, ist dann dran. Na, alles gut. So, Robert-Koch-Institut ist dabei. Jens Spahn, wie immer, Spahn die Maus, ist ja hier der absolute Lobbyist, BlackRock-System und so weiter. Da braucht man keine Fragen stellen, das ist alles gut. Der arbeitet wie ein Uhrwerk für die Hochfinanz, völlig in Ordnung. Und von der Leyen ist auch dabei, weil das Militär muss auch noch ein Wörtchen mitreden. So, und die Polizei. So, das haben wir jetzt alles. Und das ist ja nun noch nicht spannend. Jetzt komme ich mal rein mit einer Sprachnachricht. Mit diesem wundervollen Telefon. Er hat gesagt, der Rüdiger hat auch ein Android-Telefon. Jetzt ist es vorbei. Einfach wieder hinlegen. So, dann machen wir weiter. So, Tschechien schließt die Grenze für Deutsche und andere Europäer, wurde noch gebracht. In Thüringen dürfen keine Versammlungen mehr stattfinden. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist in diesem Telefon drin. Kann man das jetzt zeigen? Ja. Einmal hier. Kann man das hier sehen? Sag mal, du stehst wie so ein Ölgötze da, du kannst noch mal ein bisschen gucken. So. So, das ist hier zu sehen. So, dann kann ich das nochmal sehen. Ach, 25 Polizisten haben eine Urlaubssperre in Österreich bekommen. 25.000. Ja, 25.000. So. Dann wird das Militärmanöver Defender ausgesetzt. Dazu komme ich noch. Ja, und jetzt bricht die Sprachnachricht rein.
weil das ist von der weißen Frau und das geht nicht anders. Ich lasse das jetzt laufen. Lieber Rüdiger, auf diese Meldung, auf die vielen warte ich schon die ganze Zeit. Jetzt wissen wir sicher, wo die Reise hingeht. Die Reise geht hin. Sie bleiben alle zu Hause und in 14 Tagen... Nein, das geht nicht. Es gab eine Störung im System. Warte. Lieber Rüdiger, auf diese Meldung... Na, jetzt muss ich so ranhalten. Auf die vielen warte ich schon die ganze Zeit. Jetzt wissen wir sicher, wo die Reise hingeht. Die Reise geht hin, sie bleiben alle zu Hause und in 14 Tagen ist der Finanzcrash da. Wetten? Wir reden schon 7 Jahre, holt euch doch mal einen Krankenschein und bleibt alle zu Hause, ist das System im Arsch. Das machen sie jetzt mit Corona. Wenn alle Schulen, alle Geschäfte, die Tschechen haben auch ihre ganzen Schulen und Universitäten geschlossen. Wenn die alle ihre Buden dicht machen und jetzt in Italien sind alle Geschäfte geschlossen, wahrscheinlich auch alle Kneipen. Arztpraxen sind nur noch über Telefon erreichbar und Krankschreibungen gehen über Telefon, habe ich vorgestern gelesen. Ja, da weißt du, wo es hingeht. Wenn die alle 14 Tage nicht mehr arbeiten, ist Feierabend hier, da ist die Fett im Arsch. Da ist sie kaputt. Aber naja, gut, für den Weltkommunismus muss die Fett eigentlich auch sterben. Ne? Und es muss auch die EU gehen. Sonst haut das ja nicht hin. So, da geht die Corona-Reise hin. In den Finanzcrash. Und so viel, wie ich gehört hatte von André, seiner Frau, die hat wohl auf Sat.1 Gold, ich weiß nicht, was das für ein Sender ist, ob der zu Sky gehört oder so, oder zu Netflix, ich habe ja keine Ahnung, ich gucke nicht Fernsehen. Die hat gesagt, dort hatten sie es auch bestätigt, dass demnächst der Finanzcrash kommt. So, das ist ein bisschen anstrengend mit diesem sogenannten Smartphone. Ich wollte Folgendes sagen, es geht jetzt weiter, und zwar darauf sind wir jetzt ja, komme ich jetzt ja drauf zu. Das ist nämlich die nächste Nummer. Wenn man jetzt nur über Corona reden würde, das würde ja keinen interessieren, habe ich nicht. Jetzt passiert aber Folgendes, und mit heutiger Meldung, weil sie hat gesagt, da kommt Finanzcrash und das ist genau das System. Sie lassen die Wirtschaft abstürzen hier. Schöne Grüße gehen an alle Handwerker raus. Noch Aufträge machen, kommt, alle rennen wie die Bekloppten. Feier, feier, los, los, los. Ja, immer weitermachen, immer so weitermachen wie bisher. Es ist so, dort... Der Panikverkauf an Börsen, DAX fällt unter 10.000 Punkte. So, die Details dazu sind langweilig, ja, weil das versteht wieder kaum jemand. Ne? Die sind mehr als 500 Punkte eingebrochen und sackten unter 10.000 Punkte. Die strapazierten Nerven der Anleger liegen blank, macht nichts. Die Weltgesundheitsorganisation stuft die sich weltweit verbreitende Virusseuche als Pandemie ein. Außerdem verhängten die USA einen Einreisestopp für einen Großteil der Europäer. Nach einem Einbruch am deutschen Leitindex um zeitweise 7% beruhigte sich der Markt zuletzt etwas. Gegen Mittag stand das Absinken um 5,63% und so weiter. So, pass auf. Die nächste Nummer kommt noch. Russische Aktienmärkte und der Rubel brechen ein. Klack. Das wollte ich mal sagen zu den unabhängigen Russen, ne? Ja? Habe ich was verwechselt oder was? Ist doch so, dass die russische Staatsbank, genau wie die amerikanische, natürlich, die stehen ja alle unter Kontrolle der Hochfinanz von Rothschild. Ist das richtig oder sehe ich das falsch? Die globalen Märkte sind im Sinkflug wegen Corona-Pandemie und US-Grenzschließung. Also, die globalen Märkte sind jetzt im Sinkflug, ja. Ein Chaos ist an den internationalen Finanzmärkten. Liebe Wittenburger, kümmert euch nicht, geht weiter zur Arbeit, völlig egal. Ihr müsst mich überhaupt nicht ernst nehmen, ist völlig egal, was ich hier sage. Mache ich nur so. So, das ist immer wichtig. Das geht jetzt richtig rund, ja. Das heißt, überall fallen irgendwelche Anteile und Prozente, Aktien von Fluggesellschaften krachen weg, ja. Du bist auch bald arbeitslos. Alles weg. Jo, macht euch alle keine Gedanken. Das ist jetzt aus. Ich erzähle. Ach so, der Pastor wird auch kein Geld mehr kriegen, Martin. Wollte ich noch durchstellen. Wird auch passieren, sage ich. Also ich habe immer wieder recht mit solchen Sachen. So, das heißt,
Verluste auf ausländischen, asiatischen Märkten werden von Australien eingeführt und die Bundesregierung hat schon Hilfen versprochen. Ja, Deutschland hilft immer. Nazi-Deutschland kann immer helfen. Das ist normal, die helfen alles. Die helfen bei Grenzsicherung, die helfen bei illegalen Einreisen, die sind immer mit Hilfen. Die können alles, die können das Klima retten, Nazi-Deutschland, die können das ganze Universum retten, die können den lieben Gott retten. Was denkst du, was die alles drauf haben hier? Also, die sind super, das sind super Typen. Nur Corona kriegen sie nicht in den Griff. So, das wollte ich jetzt reingeben. Und jetzt ist Folgendes. Ja, jetzt passiert Folgendes. Der Benzinpreis ist schön billig. Na, seid ihr alle zufrieden? Schön danken, danken. So, das ist die Deflation. Das heißt, jetzt kommt die Deflation, weil der Ölpreis im Eimer ist. Die haben also ganz bewusst den Ölpreis abstürzen lassen, damit es Saudi-Arabien an Ende. Tja, dann kriegen sie nicht mal die Patriot-Raketensysteme bedient, weil die haben keine Raketen mehr. Die müssen auch bezahlt werden. Saudi-Arabien macht eine Fliege. So, die nächste Nummer ist, die Deutschen freuen sie sich, dass sie so schön billig tanken können. Und dann kommt genau das. Die Banken schließen. Die Banken schließen, die Geldautomaten geben keine Kohle mehr raus, weil die Konten auf Null gesetzt werden. Nur nicht die Schulden, aber die Konten auf jeden Fall. Also das heißt, die Guthaben werden eingefroren oder auf Null gesetzt, so wie es aussieht, so wie die Informationslage ist. Und es passiert eine Inflation, CO-Hyperinflation. Das heißt, liebe Wittenburger, euer Brot kann dann in Zukunft 1000 Euro kosten. Oder eine Million. Das ist gut möglich. Muss nicht sein, kann sein. Sehr wahrscheinlich sogar. Tja, wir haben das immer gesagt, aber spielt ja keine Rolle, werden ja eh nicht ernst genommen, ist ja egal. Deswegen haben wir das gesagt, was jetzt passiert, das bricht ein. Danach ist Feierabend, sie setzen alles auf Null, eure ganzen Sparguthaben gehen zum Teufel. Alles, was euch aufgebaut hat, eure heißen Jobs, wo ihr noch hinterher rennt wie die Bekloppten, das geht alles baden. Ja, und die Sozis und Hartz-IV-Empfänger, ihr braucht auch keine Sorge haben, das Amt zahlt dann nicht mehr. So, weil das richtig einschlägt. Ich habe das nicht ohne Grund gesagt. Ich sage ja solche Sachen hier nicht einfach nur so, weil das bereits öffentlich in den Medien diskutiert wird. Ja, bitte. Einen Vorteil hat diese ganze Sache, jedenfalls für uns heute gehabt. Wir haben um 1 Uhr einen Teil in Italien bestellt, über eBay, glaube ich. Und in Italien hat das bis jetzt, also was wir da alles geholt haben, 2-3 Tage gedauert, bevor überhaupt eine E-Mail kam, dass das angenommen wurde oder eventuell verschickt wurde. Das hat noch länger gedauert. Und um 4 Uhr, bevor ich hierher gefahren bin, hat Dennis mir gesagt, dass das schon verpackt ist und auf dem Weg hierher. Das hat also, die haben da scheinbar nicht allzu viel zu tun. Überkapazität ist da an Leuten, ne? Weil da wohl alles eingestellt wurde. Also das ist halt eben der Vorteil im Moment, das wird nicht mehr lange dauern. Halt mal das Mikro hin. Ja. Das war erst der Anfang. Wirtschaftsexperte prognostiziert massiven Crash im Zuge der Corona-Krise. Entlassung, Insolvenzen, Unterbrechung der Lieferketten, das sind nur einige Auswirkungen, die die Corona-Krise auf unser Leben haben könnte, dass weltweit die Börsenkurse einbrechen und der Ölpreis ins Bodenlose fällt, seien Vorboten einer sehr viel größeren Wirtschaftskrise. Diese Ansicht ist der Ökonom und Bestsellerautor Marc Friedrich. So, falls ihr es mitbekommt, der Ölpreis rauscht gerade ins Bodenlose. Und ich weiß, dass Nazi-Deutschland selbst Saudi-Arabien retten will. Die retten alle, nur nicht sich selbst. Ja, die sind alle erledigt. Das heißt, es ist eine, ich denke mir das hier nicht aus, das kann man alles genau sehen, was hier alles steht. Es ist jetzt nicht, leider nicht zu sehen, weil es ständig stört, so ein Werbebild da drin ist. So, da steht's. Kann man das sehen? Kannst du mal aufjustieren?
Kann man das sehen in der Kamera? So. So. Ich werde das alles verlinken, dann weiß man das. So, das heißt also, es kommt zu einem großen Crash und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, weil sie bringen es ja selber. Sie selber bringen es. Ja, das heißt, es kommt nach der Deflation die Hyperinflation. So, und das ist genau das und deswegen bricht das hier auch alles ein. Ich frage mich bloß, was dieser riesen aufgeblähte Verwaltungs- und Militärapparat hier noch macht. Und diese vier, diese halbe, diese riesengroße Polizeiarmee, die sie haben, das weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht mal unser Bier. Und so, und dann möchte ich noch was sagen, kommen wir noch mit einer tollen Nummer rein, da gehe ich extra rein, dass die Defender 2020-Übung jetzt ausgesetzt wird. Und die US-Truppen werden wohl auch wieder abziehen. So wie es aussieht, ja. Herr Müller, Sie müssen dann mal dringend schauen und Ihre User beruhigen, weil die könnten jetzt sauer auf Sie werden. Das glaube ich. Wenn die noch was merken, falls die was merken. Ne? Oder Sie können ja einen neuen Termin ausgeben. Sie können ja noch einen Termin für September machen. Was meinen Sie dazu? So eine tolle Sache. Dann müssen Sie aber mit Trumpi telefonieren, dass er nochmal kommt. So, okay. Ja, gut, danke. Wir sehen uns in Berlin am 14. März 2020 um 11.30 Uhr. Da sehen wir uns, die noch was wollen. Der Rest, der nichts mehr will, der bleibt zu Hause. Ist völlig egal. In dem Sinne.